Das habe ich anhand einer Vorlage von Riesa gemacht. Wieso? Mein Name wird klein geschrieben. Also das Groß, das M ja, der Rest wird klein geschrieben. Okay, mache ich dann, wenn ich dann wieder... Alles gut. Ich dachte jetzt nur so die ganze Zeit, weil das Myhawk vom Wirt mich so extrem wird. Das ist so... Kennst du das, wenn so dieser kleine Trigger kommt und dann so... durchkommt? So. Sorry. Quatsch, alles gut. Das war jetzt auf Riesal bezogen. Das ist ein also anderes. Wie gesagt, hi. Hallo und herzlich willkommen bei Sanic Blast. Einem, wo ich mir echt nicht sicher bin, ob das wirklich ein Trash-Game ist. Also, es ist meiner Meinung nach ein gutes Game Gear Game. Game, ja. Egal. Ein Gigi-Game. Also, Lay hat die Vorlage geliefert oder hat Risa die Vorlage geliefert? Ich meine, Lay hat die Vorlage geliefert und ich habe die halt etwas abgewandelt, um halt reinzubringen, Kanalpunkte und so. Oh, Blood Dive, er ist fies. Lass das bloß nicht Yuki hören. So, los geht es. Ja, also man sieht auch schon einen Unterschied zwischen den beiden Figuren. Knuckles kann in der Luft schweben, während Sonic halt Doppelsprünge machen kann. Diese unterschiedlichen Fähigkeiten, halt Knuckles kann in der Luft fliegen und dann Wände hochkraxeln, kommen allerdings im Game an sich kaum zu Trage. Also der Unterschied zwischen den beiden Kategorien ist eher minimal. Kann es sein, dass Knuckles ein bisschen langsamer ist? Das kann ich nicht beurteilen. Also wenn, dann minimalst. Naja, das, weil wir das gerade eben hatten, so nach dem Motto, ist Sonic Blast ein Trash-Game? Game. Ich bin ganz ehrlich, ich bin kein Sonic-Fan. Das ist dann gutes Recht. Also, ich bin eher auf Seiten des roten Klempners. Ich mag auch den roten Klempner, aber ich sammle trotzdem auch die Sonic-Spiele. Ja. Wobei ich da wiederum sagen muss, ich würde gerne mal die Suikoden-Spiele nachholen. Oh, die lohnt sich. So. Bosskämpfe. Also wir müssen darauf. Okay. Sammeln. Magenta. Halt die übliche Spielmechanik. Wir werden teilweise mit Damage Boost bearbeiten und müssen halt darauf achten, dass wir halt immer mindestens einen Ring überbehalten. Weil wenn wir einen Ring überbehalten, können wir ruhig Schaden kassieren. Also solange wir halt Ringe haben, bei jedem Schaden verlieren wir zwar Ringe, aber wir können halt Ringe auch wieder einsammeln und dann das wiederholen und so weiter und so fort. Es kommt ein Suikoden Remaster und es kommt halt ein Spiel Ayuden Chronicles, das halt im Sinne von Suikoden entwickelt worden ist. Cool. Wo auch die Macher von Suikoden halt mit involviert worden sind. Oder allgemein mit involviert sind. Sonic liegt vorne, frischt fröhlich durch die Gegend. Na, ich sag mal, den ersten Teil habe ich halt bei Greg's RPG Heaven gesehen, den zweiten würde ich halt unbedingt gerne mal nachholen. Und es ist ein großartiges Spiel. Es ist eine großartige Serie. Es ist eine super großartige Serie. Aber ich würde sagen, erstmal wieder back to Son, zu Sane. Ja, wir sehen jetzt hier gerade eine Passage bei Knuckles, wo die halt von an einer Wand ist und dann von Loch zu Loch weitergereicht wird. Mhm.
Oh, ich weiß, warum Phil vorhin Geld wollte. Ja, das Spiel sieht gut aus. One Piece? Odyssey, genau. Ja, musst du jetzt nicht entscheiden. Entweder Sushi oder One Piece. One Piece. So, und zu Ikoten, gerade was du gesagt hast, gleich erstmal fett markiert. Also ich hab mir das noch auf der PS3 gekauft. Und, man kann ja auf der PS3 noch auf den Store zugreifen. Und da habe ich es mir gekauft, als man das noch konnte. Es ist nur noch die Gelegenheit, das auch mal zu spielen, ausführlich. Aber okay, das ist Story of My Life. Liegt daran, dass Phil der größte One Piece Fan ist, den es gibt. Also ich glaube, One Piece, ja, coole Story und so, auch teilweise spannend, aber was mich halt teilweise stört, ist, dass die Frauen in One Piece einfach nur der Körperbau von denen einfach nur zwei Melonen an einem Stock anklebt ist. Es ist halt ein typischer Shonen. Ja. Man kann sich darüber streiten, ja. Es aber gibt es auch Shonen, wo das nicht der Fall ist. Also My Hero Academia. Ja, ich weiß. Ist denn nicht der Fall, so. Das Problem ist, Edgy Oda ist halt, hat halt ein Anime noch aus alter Naya gemacht, deswegen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Hallo, Bausch. Hallo. Ist ja noch nicht besser. So, also Sonic liegt vorne. Jetzt sehen wir halt gerade die zweite Fähigkeit von Knuckles, kann er die Wände so hochkraxeln. Er kann sich da halt festhalten, dann hochklettern. Ja. Da ist er eben runtergerutscht, das ist unlucky. Sonic ist der aber jetzt schon in Akt 3. Also Sonic, großer Vorsprung. Ja, ich meckere über One Piece. Genauso wie ich auch über My Hero Academia meckern kann. Oder Fairy Tail, wo ich beide Serien halt liebe und Fairy Tail wirklich die komplette erste Reihe gekauft habe. Fairy Tail ist ein großartiges Ding, aber die Storys wieder sind eigentlich immer gleich erzählt und es ist sehr viel Fanservice dabei. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Ja. Man muss sich damit, also ich sag mal, ob man es gut oder schlecht findet, ist das eine, aber man sollte sich damit ganz klar auseinandersetzen. Immerhin haben die Frauen keine so Mega-Hupen wie teilweise bei One Piece. Ja, aber die Darstellung ist trotzdem nicht ist auch nicht besser. Realistisch. Da rennst du bei mir offene Türen ein. One Piece, Fairy Tail, My Hero Academia, okay. Sagen wir mal so, One Piece hat zwar den abstruseren Körperbau, aber finde ich teilweise die stärkeren Frauen. Oder besser gesagt, die emanzipierteren Frauen. Ja, immer noch besser als bei Naruto, wo ja bei den großen Kämpfen die Frauen sich zusammentun müssen, um halt einen Gegner halt irgendwie klein zu kriegen. Ja. Und auch sonst immer sich der Übermänner definieren, quasi. Ja. Ich meine, Tsunade war jetzt wenigstens mal selbstständig, ansonsten, naja. Muss trotzdem immer wieder von Naruto gerettet werden. Auch das. Zurück zum Run. Es tut mir leid, aber also Sonic liegt vorne. Wobei Sonic hat auch das Problem mit Amy. Wobei da fand ich echt die Archie-Comics von Sonic super. Weil die halt wirklich sehr genial waren. Und wirklich die Figuren sich fortentwickelt haben. Schade, dass Archie die Lizenz verloren hat. Aber IDW hat ja mittlerweile die Lizenz. Du meinst Sonic X? IDW hat mittlerweile die Lizenz zu Sonic. Und nicht nur Sonic X, sondern Sonic allgemein. Auch Sonic Classic. Bei Sonic X war wiederum ein interessantes Ding.
jetzt nicht. Plattformen brechen jetzt bei Knuckles überein. Also, ich würde sagen, Sonic, also S2 ist jetzt gerade anderthalb Stages Licht vorne. Knuckles versucht halt aufzuholen. Das Gute ist, jetzt unter Wasser sind beide gleich langsam. Aber ich habe dennoch halt das präzise Platforming an. Nee. Ich weiß zwar, dass die Story von, Iroh Robotnik hat ja eine Background-Story, die nicht gerade von schlechten Eltern ist. Beziehungsweise die Sonic-Story allgemein, wenn man es so groß nimmt, ist nicht so verkehrt. Aber keine Sorge, das würde zu weit führen. Ich glaube auch, da wäre eher wenig gefragt, weil der sich da ernsthaft ausgedrückt besser auskennt. Weil er ist halt wirklich ein großer Sonic-Fan. Also ich finde die Animation hier in diesem Spiel auch sehr gut. Also wie Sonic und Knuckles halt da eben jetzt so runtergesponnen sind, vollkommen, ja, vollkommen verwirrt, was ist da los und so. Also wie gesagt, für mich ist das kein Teil des Trash Blocks. Das sollte auch, glaube ich, ursprünglich morgen laufen und hat dann den Platz mit PS5 Simulator getauscht. Bis dann, Bausch. Aber das war von vornherein schon so, weil als ich mich eingetragen habe, war der schon da drin. Ne? Ja, keine Ahnung. Also was ich auch interessant finde, ist, anders als in den Master System und Mega Drive Sonics, Sonic und Knuckles sind ja beide unter Wasser. Und beide brauchen keinen Sauerstoff. Beide müssen keine Sauerstoffblasen einsammeln, weil es die halt hier nicht gibt. Ja gut, man hat es aber auch um einiges vereinfacht, weil ich habe jetzt mir gerade das mal angeguckt, weil ich war jetzt nicht sicher, aber der Game hier war ja quasi so ein bisschen die Gameboy-Konkurrenz. Ja. Und da muss man halt ganz offen sagen, die Limitierung ist natürlich trotzdem immer noch für so eine kleine Konsole maximal. Ja, das siehst du ja auch am Bildschirmausschnitt, der deutlich kleiner ist als auf dem Master System. Trotzdem wurde hier meiner Meinung nach wirklich das Beste rausgeholt. Also, wollte ich gerade sagen. Wir sind jetzt in der letzten Welt, die jetzt noch ein bisschen verwinkelt ist. Ich glaube sogar, Hypnotics hat aufgeholt. Also Hypnotics hat jetzt ein bisschen den Aufstand aufgeholt. Ich glaube, er ist noch vorne. Ja, also ST-World ist vorne. Ja. Wegen der Blase, ja, aber das war erst beim Robotnik-Kampf. Im Level vorher war dem nicht der Fall. Ja, Damage Boost durch die Elektrobarrieren jetzt eben bei Knuckles. Durch die Stacheln, das hat jetzt eben, durch Barrieren, das hat jetzt ein bisschen Mikrozeit gekostet. Was ich mir jetzt gerade überlege, gibt es eigentlich auch sowas wie eine Art Sonic RPG? Aber da Sonic Adventure käme dem am nächsten. Weil so wie es bei Mario funktioniert, könnte ich mir Sonic nämlich auch gut vorstellen. Es gibt vom BioWare ein Sonic-Spiel für den DS. Ah. Und BioWare ist ja primär ein RPG-Entwickler. Ich glaube, das war sogar ein RPG. Sonic Chronicles, ja. Sonic Chronicles. Dark Brotherhood. Und Arge ist im. Ja, aber. Interessant. Ja, weil es einfach. Weil es halt einfach. Oha. Ich glaube, Knuckles hat aufgeholt und überholt. Heilige Scheiße. Wann ist denn das geschehen? Das war jetzt gerade eben in einem Moment. Ich glaube, da hat irgendeine Trick geklappt. Snack für den Raid. Danke. Ich weiß, was du meinst. Da habe ich jetzt nicht einmal gestreckt nicht aufgepasst. Und ja, ich habe auch nicht aufgepasst. Ich war zu sehr auf Knuckles fokussiert, auf Hypnotics. Okay, der Bosskampf. Das ist jetzt RNG. Der kann alles. Das ist jetzt Make or Break. Ja. Die Angriffe sind RNG. Die müssen die Angriffe reflektieren. Wer jetzt das beste RNG hat, der hat gewonnen.
Danke dir, Snake Fighter. Vorteil auf jeden Fall für Knuckles. Aber also sowas von. Hypnotic ist vorne. Also wenn das jetzt der entscheidende Faktor war. Das Problem ist, ich sehe keinen Fehler. Besen. Es ist kein Fehler. Ich sehe bei beiden bisher keinen Fehler. Ja, es war wirklich nur dieser eine Tod von S2. Ja. Der Bosskampf ist bisher komplett fehlerfrei bei beiden. Also Hypnotics hat definitiv den Vorteil auf seiner Seite. Ja, ja, S2 ist genau, hast ja genau, Lady. Sorry. Time. Hypnotics hat gewonnen! Heilige Fresse! Wenige Sekunden! 14-4, 14-6! Es ist 1,5 Sekunden! Holy shit! Holy shit, moly! Es sind nicht wenige Sekunden, es sind 1,5 Sekunden. Und nochmal genauer, es sind 1,6 Sekunden Unterschied. Alter Falter! Alter Falter! Holy shit! Aber ja, da sieht man ein kleiner Fehler, was der ausrichten kann bei so einem Titan Race. Bei so einem Titan-Spiel. Das ist. Heieieieieieiei. 10 Winrate für die Abstimmung. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wer ich auch. Hat wer. Aber ich habe auch reingefallen. 1 zu 10. Alter Schwede. Alter Falter, das war geil. Aber es war großartig. Also vor allen Dingen, lange Zeit sah es relativ eindeutig aus. Dann hat halt die Hypnotic sich immer mehr rangearbeitet. Dann kam der Tod von S2 und oh my shit. Ach du Scheiße. Ja, das war heilige Mutter Gottes. Sonic Runners at AGDQ. Ja. They did a great job. Ja. 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 Mania, New and Kirby Master. Das war. Ja, das kenne ich. Fanox, das kenne ich. Aber eigentlich hätte man, ja, einen Fehler und das Ding ist durch. Ach komm, wir haben noch Zeit, machen wir Best of Three. LP Markus, what? A moment in his life where he had, well, he come down with a bit of cancer, but Also man kann sagen, was man will, aber das war bislang ein geiler Trash-Block. Ja. Kann nur gucken, S2 hat eine 15-15, das heißt, er hätte einen. Oder bin ich jetzt komplett verwirrt? S2 hat Sonic gespielt. Nein, 13:38. Und Hypnotics hat Knuckles gespielt. 13:48, glaube ich, war das. Okay. Also, wenn ich das richtig interpretiere. Deswegen, da bin ich jetzt gerade. Okay, 13:48. Ja, deswegen. Das kann ich jetzt nicht genau raussehen. Indeed, Hibby. Thank you very much for introducing me to it as well. And thank you to you all in chat. Keep donating. I look forward to listening to lots of looks, hopefully. Sorry, Nicole. But I think we've been here long enough. Sorry, Nicole. Sorry, Bobby. Oh, God, it's fine. Was denn? Was alles da eben gepostet hat. Wenn ich das mache, tötest du mich, oder wenn ich das mache, lasst es auch, oder? Ja und ja.